Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Oli. Und zwar zur Bastelstunde eines Hintergrundes. Klingt jetzt ein bisschen blöd mal wieder, aber es ist so, dass ich eine neue Herausforderung habe und heute geht es um Freud und Leid beim Basteln mit mir. Ich habe jetzt hier mir die Aufgabe gestellt, einen Hintergrund zu bauen für die Fläche von, ich sag mal, maximal einen Zentimeter Platz nach hinten weg und versuche dort an der Stelle natürlich wieder mal so viel wie möglich optisch irgendwo rauszuholen beziehungsweise irgendwas zu machen, dass man eine gewisse Tiefe erreichen kann. Und diese Tiefe möchte ich natürlich erreichen, ähnlich wie bei meiner Fabrik, in dem Fall hier mit einer anderen Fabrik. Da habe ich mir also ein Bild genommen, was habe ich ausgedruckt, das habe ich gespiegelt. Das ist also eine Fabrik, die eigentlich nur halb so groß ist. Die habe ich also, ja, wie gesagt, gespiegelt. Da habe ich einen eigenen Aufdruck gemacht, den hat man eben gesehen, den sehen wir nachher nochmal. Und ja, habe das jetzt auf Fotokarton ausgedruckt, was 200 Gramm pro Quadratmeter wiegt, also schön dick wie meine Fabrik hinten auch, und habe das dann in Fotoqualität ausgedruckt. Wir sehen es hier im Hintergrund und da waren links und rechts, natürlich links und rechts, weil es gespiegelt ist, so kleine Lampen aufgedruckt, wie man es ja auch hier gerade sehen. Und da wollte ich natürlich an der gleichen Stelle, wo die Lampen aufgedruckt waren, natürlich auch Lampen hinmachen und das wieder mal alles in meinem Maximum Zentimeter Platz, den ich habe. Und da habe ich ja natürlich wieder mal meine Spur-Z-Lampen rausgekramt. Man sieht es hier sehr schön, dass die super passen. Und habe mir den unteren Teil nochmal ausgedruckt. Man sieht es jetzt hier, ich habe da wie so eine kleine Mauer drüber gelegt. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und jetzt habe ich mit meinem Selbstbaubäumchen aus der letzten Folge hier ein bisschen rumgespielt. Und die kommen wir gleich nochmal zu. Hier kommen wir jetzt aber aus dem unteren Teil auf die Mauern. Die wollte ich ja wieder mit so ein bisschen, ja, ich sag mal 3D-Effekt versehen und habe dann mir gedacht, das machst du wie bei den anderen Halbrelief-Gebäuden, die du hinten hattest. Das ist ja Halbrelief kann man ja gar nicht sagen hier. Das ist ja wirklich nur papierstark da hinten dran. Aber bei dem einen Häuschen hatte ich es auch so gemacht. Da habe ich dann drei Lagen von dieser dicken Pappe aufeinander geklebt, wie man das jetzt hier auch sehen. Und habe jetzt hier den Spalt gelassen, wo dann die Laterne praktisch reinkommt, so dass ich, wenn ich die Mauer dann jetzt hier so dick zusammenklebe, was ich jetzt hier mit mache, dann entsprechend auch ein paar Millimeterchen dick ist und, was mir wichtig ist, natürlich auch einen gewissen Schatten werfen kann, wenn ich Licht anmache, dass man eben sieht, da ist eine Mauer, die hat einen kleinen Schatten drauf, wenn irgendwie das Licht von oben oder von hinten kommt oder von der Seite oder wo auch immer das Licht gerade herkommt. Das ist mir also wichtig. Jetzt habe ich es hier ganz leicht angeritzt, also nicht durchgeschnitten, sondern nur angeritzt, damit ich praktisch die Mauer von oben verkleiden kann. Also ich habe das umgeknickt. Oder ich knicke es hier in dem Fall gerade um, so dass ich dann entsprechend die Mauer von oben auch abgedeckt habe, dass ich das nicht irgendwie mit dem Stift bemalen muss, wie ich es bei der Fabrik gemacht habe. Das kommt im nächsten Video erst, sondern eben schön abgedeckt ist oben. Jetzt kommt hier so ein bisschen Uhu-Kraftkleber ran. Werbung Ende. Nein, keine Werbung. Ich mache hier keine Werbung. Das sind nur Produkte, die ich verwende. Nein. Ja, jetzt habe ich das hier oben schön verklebt nochmal und dann habe ich es trocknen lassen. Also ich habe jetzt mein Stahllineal hinten genommen und das ist wirklich eine schöne scharfe Kante oben, wird zu scharf soll es auch nicht werden, aber es hat gut gepasst und habe das jetzt trocknen lassen. Das geht ja alles recht schnell. Und dann habe ich den vorstehenden oder in dem Fall hinterstehenden Grat abgeschnitten, wie wir ja gerade sehen, so dass ich eine schöne glatte Fläche habe. Und da sieht man auch ganz gut, wo die Laternchen später hinkommen. Und hier sehen wir, dass das ist genau dasselbe wie auf dem Hintergrund, so dass das gar nicht auffällt. Wenn das ein bisschen verrutscht, also wenn das nicht 100% links und rechts ausgerichtet ist, ist überhaupt nicht schlimm. Es soll ja doch ein bisschen 3D-Effekt kommen. Hier haben wir jetzt die Laternchen. Hier oben habe ich so einen kleinen Testblock mir mal selber gebaut. Den habe ich mir ausgedruckt und habe entsprechend mit Elektronik und Elektrik versehen. Da links habe ich einen Widerstand eingeklemmt und der versorgt jetzt da oben die beiden Kontakte, wo ich da drauf drücke, und ich muss einfach nur gucken, ob die Lampen funktionieren. Ja, ich habe schon mal was eingebaut und war fix und fertig, ich habe alles fertig gemacht und zum Schluss ging die Lampe nicht. Super, super Gefühl, wenn du anfängst, alles nochmal zu machen. Und ja, jetzt verklebe ich hier an der Stelle natürlich die Lampe mit einem mitteldicken Sekundenkleber. Das geht recht gut, das hat sich bewährt, das hält schön, muss ja im Normalfall nie wieder ausgetauscht werden. Und wenn es ausgetauscht wird, dann wird es gleich ein bisschen größer ausgetauscht, überhaupt kein Problem. Und jetzt verklebe ich natürlich auch mit dem
normalen Universalkleber, keine Werbung, verklebe ich jetzt hier die Mauern praktisch vorne mit drauf, um die Lampen dann entsprechend abzudecken, dass man das nicht sieht. Also vorne habe ich dann praktisch das nicht eingeschnitten. Das ist dann halt so, als wenn die Laterne sozusagen dahinter steht irgendwie. Und, ja, ich fand es wieder mal recht nett. Und jetzt gucke ich hier, dass die Muster zusammenpassen. Das heißt, das habe ich vorher alles so geschnitten, dass es alles zusammenpasst. Wie gesagt, wenn die Rechts-Links-Ausrichtung nicht ganz stimmt, ist es überhaupt nicht schlimm. Weil es kann ja ruhig ein bisschen verrückt sein, wenn man sowieso von der Seite mehr guckt oder wie auch immer. Weil die Fabrik ist nicht mehr genau gegenüber, wenn ich jetzt vor der Modellbahn stehe, sondern leicht rechts von mir. Das werden wir aber alles in der nächsten Folge sehen. Das kommt heute nicht. Und ja, jetzt habe ich das hier verklebt. Und die Laterne, das ist wirklich also alles im Bild schön mit drinne und passt sich gut an. Man sieht es gerade, wenn die aus sind, die fallen gar nicht auf. Und jetzt habe ich hier meine Unkrautbäume aus der letzten Folge genommen und passe die jetzt sozusagen an den Bäumchen, die da aufgedruckt sind auf dem Bild, was ich hier genommen habe, und setze sozusagen ein paar von diesen Unkrautbäumchen hier davor. Die Bäume bekommen in der nächsten Folge, oder ich weiß gar nicht, wann ich es drin habe, die sind schon fertig. Die bekommen noch so ein Laub mit drauf. Also da kommt noch mal mit ein bisschen Weißleim, und da wird dann noch was bekrümelt. Das habe ich aber erst gemacht, wenn es angebaut ist, weil ich das ein bisschen verschmelzen lassen wollte. In der nächsten Folge werden wir nämlich noch wesentlich mehr zum Thema Hintergrund bringen oder kommen. Da kommt also viele, viele Sachen, unter anderem Airbrush mit rein und was weiß ich nicht alles. Freut euch drauf, wenn es interessiert. Wenn ihr nächste Woche dabei seid, könnt ihr gerne mal reinsippen. Da wird das eben alles verbaut, was ich jetzt hier baue. Das wird dann wieder so eine reine Steampunk. Reines Steampunk-Video, so ein Fortschrittsvideo, so ein Wochenupdate. Und na, sowas frisst immer ein bisschen Zeit, was wir jetzt hier sehen. Jetzt habe ich praktisch den Abschnitt von den Bäumen aus der Folge 44, ich habe es hier oben eingeblendet, genommen, habe die jetzt hier so unten mit dran gemacht. Die sollen so ein bisschen das Gebüsch darstellen. Ich habe ja immer noch das Problem, mich auf maximal 1 Zentimeter zu bewegen. Wir werden es im nächsten Video sehen, da wird dann eine Lok vorbeifahren, dass das schon recht knapp ist da hinten dran. Weil ich ja damals von der Spur Z ja das alles so gelassen habe und habe dann natürlich auf diesem Aufbau die Spur N aufgebaut, und da wurde alles ein bisschen enger, als es eigentlich geplant war. Aber es passt. Also ich habe es wieder mal so versucht hinzukriegen, dass das passt. Ja, jetzt alles schön kolorieren, wieder jetzt höre ich auf zu reden. Jetzt zerstöre ich gerade 4 Stunden lang Arbeit. Habe alles fertig gehabt, möchte das fixieren mit meinem Army Painter. Und was mache ich? Ich greife zu meinem hellgrauen Primer, mit dem ich ja praktisch meine 3D-Drucker grundiere. Ja, und einmal zisch der ganze Mist da drauf gestreuselt, und wir sehen jetzt hier hinten schon, wie das Ganze wirkt, wie das aussieht. Jetzt habe ich genuschelt, jetzt habe ich vor Verzweiflung gleich mal die Hand vom Mund genommen. Ja, dann habe ich das ganze Ding nochmal gebaut. Hier sehen wir es gerade. Seit 1970, wir machen mehr. Ich verrate euch mal, das ist mein Geburtsjahr. Steampunk, moderne Energie, jawohl, das passt. Ihr habt ja gewusst, oder ich sage es ja immer wieder, oder eingeblendet unten auch unter dem Video, Steampunk, als wenn es das heute noch geben würde. Das ist ja so meine Intention, nicht die original Steampunk-Ära, die wir so ja nie hatten, aber die zumindest in den Geschichten ein bisschen vorkommt. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Die beiden Laternen an der Seite haben funktioniert. Ich finde, das sieht nett aus. Und das sieht auch nett aus, wenn es eingebaut ist. Das werdet ihr nachher auch noch sehen. Hier kommen wir jetzt lediglich noch dazu, dass ich das Ganze verlöte. Also das wieder mal kein Hexenwerk. Und der Widerstand, mit dem ich das vorher auch getestet habe, den habe ich jetzt hier mit eingelötet. Ich habe hier wieder einen Widerstand für 2 LEDs genommen. Ich möchte, dass das nicht so hell ist. Klar, ich hätte auch größere Werte nehmen können, aber ich fand die Lösung okay. Ich komme an den Widerstand jederzeit ran unter der Platte, und von der Seite haben wir es jetzt schon wieder für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich danke dir, dass du dabei warst, und dann wünsche ich dir erstmal alles Gute bis zur nächsten Folge. Bist du noch kein Abonnent? Klick mal drauf, der Uli freut sich. Lass einen Kommentar da, das ist sowieso am schönsten von allen. Und dann verabschiede ich mich und sage, mach schön gut, bis zum nächsten Mal. Dein Uli, aka Aquapainter. Oder eigentlich umgedreht. Egal, mach's gut, tschüss.